Was mit dem Balancer? Nehmen wir das mit oder nehmen wir das nicht mit? Okay. Nope. Jeder denkt sich so, ah, scheiße. Ah, fuck. Ja, was man so ein Hörnchen anschmeißt, ne? Das ist auch mal was anderes. Ah, was heißt Hühnchen? Dann schmeiß nicht, mach's irgendwie und dann klappt das bestimmt. Ja, ist auch geil. Hat auch Charme. Ist authentisch, wie ich schon sagte. Da. So, guck. Machen wir das so. So, der heißt nicht Roast Descartes, der heißt Eisenmine 1. So. Den dorthin, dann machen wir den dorthin und das Ding, das nehmen wir um in Wie viel Schätze haben wir denn? Eisen Ablade 1. Machen wir eine andere Logik rein. Ist ein volles Frachtinventar bei Ablade mit leeres Frachtinventar. Oh, 200 ist schon ganz gut. Machen wir es mal ganz böse. Aber wo verbreitet sich das denn am meisten? Im Westen. So, wir sind 2,5 Stunden, glaube ich, drinne jetzt. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, doch. Ja, ungefähr. Und wir haben unseren ersten Zug, der läuft. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch das an Strom anbinden und dann können wir die ganze Sache starten. Dann kann das Spiel auch losgehen. Ja, ich finde den Anfang, den haben wir hier ziemlich schnell abgearbeitet mittlerweile, oder? Stimmt. Das ist Ja, schon finde ich auch. richtige Übung drin. So, habt ihr geübt oder was? Man könnte meinen, wir haben da schon ein paar hundert Stunden drin, ja. Das ist, krass. Also mir ist es schwer gefallen, am Anfang klar zu kommen. Na gut. Aber nur die war. Nein. Weil er nicht so schlau ist. Also. Ich fand Söge sehr Aber infiziert das heute. ist okay. Denn wir sind ja hier auch für Integration. Ich habe mit Schön. einer Maschine abgebaut, während ihr da schon Konstruktion gebaut habt. Da kam ich gar nicht hinterher. Tja, ist ja auch kein Wettkampf, ne? Gefühlt schon. Ach, keine Sorge. Ich glaube, ich spreche für die anderen beiden, wenn ich sage, dass es wirklich nicht juckt. Oder mich, also ich gucke jedenfalls nicht irgendwie oft drauf, was habe ich geschafft, was habt ihr geschafft. Bin ich da auch gleich auf oder so. Das wäre auch richtig scheiße, ey. Dann machen wir so ein Meeting. Ja, das war aber letzte Woche nicht so gut, ne? Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Nicht so gelaufen, Und jetzt alle mal ran an die Arbeit. Jawohl. Oh, Dima Eisen kommt gleich. Ich freue mich. Dann kann ich endlich loslegen. Tev, Die ich Mega hasse Sachen sie. manuell von A nach B. Da ist davon zu viel, dann stopfe ich das woanders in die Maschine. Das mache ich gerade. Also prinzipiell könnte das so aussehen. Jetzt habe ich aber gar kein Kupfer und so ein Shit. Naja, ich brauche noch blaue Inserter. Aber die mal doch, du hast doch deine Produktion für blaue und rote Inserter gebaut, oder? Ja. Ja, mega geil. Ja, ich hab's ja schon gefunden. Wie markiere ich denn? Auf die kann man bauen. Eine Steuerung Alt gedrückt halten und dann ist weg. Habe ich es für euch markiert oder für mich? Ich glaube, nee, Steuerung rechts oder Alt rechtsklick ist nur für dich, glaube ich. Ja, okay. Ja. Steuerung, Alt, Shift, Links. Steuerung, Alt und Linksklick. Da. Ja, also, egal was du denkst, dass du vielleicht am Anfang nicht so schnell warst, Digga, du hast dir die ganze Produktion alleine gebaut. Das ist schon krass, Digga. Ah. Ja, nee, Ja, doch. okay. Das akzeptiere ich, das finde ich gut. Das ist schön. Jetzt fühlt er sich besser als wir. Ja, jetzt ist er besser als wir. Scheiße, Mann. Wir machen nicht genug. Immer noch im Wettkampf.
Natürlich. Das ist doch hier nicht zum Spaß. Also echt. Ich bin immer noch dabei, Granaten zu craften die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ich habe hier, als ich hier angefangen habe, die Schienen zu bauen, habe ich die alle in die Queue gepackt, dass ich ein paar Granaten baue. Ich war immer noch dabei, weil das so ewig braucht. 8 Sekunden für eine Granate. Das könnte man ausrechnen. 8 Sekunden für 50, 60 Granaten. Könnte man ein bisschen Kopf rechnen jetzt hier, ne? Na, wie so lange ist der Trick. Also ich jetzt nicht. Ist das Wichtigste. Wir müssen einen Block weitermachen, weil sonst sortiert sich das hier nicht richtig. Ja, ich überlege, dass wir es vielleicht auch nicht in der Art hier machen, sondern ein bisschen anders. Moment, lass mich raten. Nein, ich habe das unsymmetrisch gemacht. Was bin ich denn für ein Beppo, Alter? Das ist die smarte Variante. Habe ich, glaube ich, oder? Vielleicht habe ich das schon mal gesehen, aber nicht im Kopf gehabt. Aber sieht gut aus. Das ist so outside the box denken, Alter. Ja. Sönke Big Brain. Ja. Mein Gott, kommt doch mal auf mit dir. Sag mal, ihr seid alle schlau gemacht. Selbstbewusstsein wie gar nicht. Was soll das hier, Alter? Wirklich hier alle Depressivos. Was soll das? Leute. Doch ein Stück Scheiße. Man muss die richtige Stimmung. Immer schlecht. Ach, das auch nochmal in einen münden? Ich dachte, man kann das in zwei. Ich hatte gedacht, dass das in zwei dann fest sind, aber. Du kannst es auch so machen. Warte mal, ich check diese Funktion nicht. Ah. Okay. Ah, wieso? Ist das nicht dann. Warte mal. Ist das nicht schon ein volles Band so? Ja, das ist ein volles Band rein theoretisch. Aber wir müssen es ja verkleinern. Ja, noch nicht, weil die halt die Inserter, die brauchen noch Stack-Inserter werden. So. Wenn das Stack-Inserter sind, dann wird, glaube ich, ein Band hier komplett gefüllt. Bis dahin können wir das ja auf ein Band runterkürzen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz schlecht. Also ich würde es halt. Moment, ich muss hier. Ja. Jo. Copy-Paste, dann Blueprint. Das muss ich alles manuell machen. Aber mach's neu. Mach neu, Digga. Mach frischer, Bibi. Ich mach neuer. Ja, wegen manuell. Ja, weil. Ja, und so, ne? Ja. Digga. Scheiße. Konzentrieren. Oh Gott. Diese Inserter können immer nur noch. So. Können die. Nee, fast richtig, scheiße. Die, dass die mehr tragen können, das müssen wir noch erst erforschen. Falsche Richtung. Das kommt nach Stack-Insertern. Dann gibt es da die Kapazitätsboni für Greifarm halt 1. Die sind aber auch noch mit Rot und Grün. Boah, was ist das? Alter, Mecha-Rüstung. Tesla, boah. Boah, was für Wucherde. Ich will mich nicht spoilern im Hauptmenü. Ja, ey, ich habe schon zu viele Viecher gesehen. Ja, aber du hast die nur gesehen. Du weißt noch nicht, was die machen und wie krass die sind. Nee, ich habe nicht diesen dicken Wurm gesehen, der da alles kaputt müllt, weil er einfach nur dick ist. Das ist seine Eigenschaft. Ja, manchmal müssen die Dinge simpel sein, ne? Das ist. Aber wo sind denn die Stack-Inserter? Ich sehe die nicht. Die sind bei Rot und Grün noch. Bei mir sind die unter der blauen Dings. Ach, da, okay. Und dann danach folgend, was es dann gibt. Dann gibt es noch diese Kapazität. Für Greifarme. Ja. Sobald der für eins, Kapazitätsbonus für Greifarme Nummer 2, dann ist auch für die normalen blauen einer mehr. Wird da was in Warteschlange reingelegt, sonst würde ich da was erforschen. So, Dima, Eisen kommt. Oh, das ist sehr schön. Ich glaube, ich würde mal Eisen hier. Eisen kommt. In Richtung Öl. Boah. Lol, Ölverarbeitung kriegt man erst, wenn man eine Pumpe gebaut hat. Ah. Ei, Dima. Guck dir das an.
Das stopft wie beim Burrito. Ich würde jetzt einfach auch Stufe 2 über reinklatschen. Ich mach mal den bevorzugten Eingang so, dass unsere Ader zuerst abgebaut wird. Ja. Wie meinst du? Ja. Ja, so wird, wenn unsere Ader wird hier priorisiert, wenn ich das hier im Splitter so einstelle. Boah. Als nächstes Öl. Da mache ich mich gleich ran, wenn ich dann eben gerade geschissen habe und Pizza bestellt habe. Alles klar. Ja, gut, danke für, gut danke für die Lebensplanung. Ja, ist das gut? Ja, ist gut. Oder möchte das jemand anders machen? Ich kann das auch für dich machen. Kannst du erst vorher Pizza bestellen und dann scheißen? Also was, Pizza bestellen, oder? Beides. Aber dafür musst du erstmal noch eine Pizza bestellen. Nein, ich meine mit Ölanbindung. Ach so. Das würde ich das jetzt machen. Ich dachte, für dich also dann. Um so einen unwichtigen Themen würde ich mich nicht kümmern. Ja, das ist ja nicht, also das ist ja nicht so geil. Stefan, wollen wir Wasser trinken? Mensch, das wäre. Nee, ich trinke gerade Tee, danke. Bist du Stefan? Stefan, willst du Tee trinken? Willst du Wasser trinken? Ja? Okay. Ich hab jetzt aber eine Kopfschmerztablette genommen. Weil es war echt eklig. Am Anfang. Du sitzt am Computer, die Sonne knallt, du hast Kopfschmerzen, du hast keine Ahnung, was du im Spiel machen sollst. So, alles kacke. Jetzt geht's mir besser. Ja. Haben wir ja auch gemerkt, dass du irgendwie nicht so gut drauf bist. So. Das ist natürlich auch verständlich, so, wenn du halt Kopfschmerzen hast. So. Das ist dann kacke. Ich weiß nicht mal, von wo die kommen. Aber mit der Tablette geht's jetzt. Zu wenig Wasser getrunken. Ich meine, wir haben doch davor, ja, waren wir auch schon in Discord. Da war doch alles okay, oder? Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass ich Kopfschmerzen habe. Ah, okay. Dann habe ich es im Kopf. Ja. Da habe ich halt nichts gemacht, da habe ich nur gesessen. Hallo, wie war das? Scheißen. Ja, schön drüber geredet. Aber ja. Habe ich jetzt nicht verstanden von dir. Ja, das. Ja. Ja, solange es jetzt geht. Hauptsache ist, dass die Kopfschmerzen weg sind, Digga. Kopfschmerzen sind wirklich sowas, das braucht keinen Schwanz, Alter. Unnötig. Scheiß Ding von der Natur erfunden, Digga. Kann sich fragen. Wirklich, ne? Gott sprach, es werde Licht. Er hätte mal die scheiß Kopfschmerzen weglassen können. Was soll das denn, Digga? Das ist einfach nur so, der vollkommen unnötig. Bei der göttlichen Glühbirne hat er sich in den Kopf gestoßen und dadurch dachte er, Mensch, wenn mir das passiert, dann müsst euch das auch passieren. So, dann so ein Penner, ne? Dann kam die Kopfschmerzen. Ist übrigens bibelakkurat. Irgendwo steht das. So, endlich die Mauer befüllen. Jo, jetzt ist der Input ganz gut. Viel mehr können wir den. Doch, den können wir hier noch erweitern. Jo, stimmt. Wissenschaftspaket für Chemie. Du meinst Chemie? So. Oh Gott, bitte ja, nicht so aussprechen. Sag eigentlich Chemie oder Chemie? Es heißt Chemie. Chemie. Wie. Also, das englische CH auf Deutsch oder was? Chemie? Ich mache immer Chemie. Chemie. Also es heißt Chemical. Und oh deswegen Gott, heißt es Chemie. Chemie auf Deutsch auch oder was? Ja, ja. Okay, ich dachte auch, das hieß immer. Hier. Oh, warte mal, jetzt habe ich das Wort vergessen. Chemiker. Genau. Ich dachte, das heißt Pfandfrage. Nicht Fangfrage. Ja, das dachte ich auch jahrelang. Ja, ich wurde so enttäuscht. Ja, jeder spricht das aber so aus. Ja, das ist eine Pfandfrage. Digga, ich höre dieses D. Ich höre jedes Mal dieses D, wenn das irgendwer sagt. Und dann plötzlich sag ich immer, ja, nee, das heißt übrigens nicht Pfand, ne? Das heißt Fang. Das ist eine Pfannenfrage. Ah, weil man jemanden fängt mit der Frage. Ah. Ja, dann spreche ich es doch richtig aus, die Lappen, Alter. Mann. Ja, das ist eine Fang-Aussprache. Eine Fangfrage. Und nicht, da ist kein D. So, ja. Der ist nur D. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding, wie irgendwie hier mit diesen komischen Wörtern oder diesen Tönen, wo man dann, je nachdem, welches Wort man liest, man das dann hört. Weißt du, wenn ich im Kopf habe, dass es Pfannfrage heißt, dann höre ich es bei jedem vielleicht auch als Pfannfrage, obwohl dieser kleine D-Akzent da gar nicht war. Ja.
Habe ich schon so abgespeichert. Okay, Metall ist jetzt gut am Pumpen. Die Sünke am Tag. Die Sünke an jedem Wochentag. So, gefüllt. Na, aber das sind keine. Wie heißt die nochmal? Radare? So, eins muss immer mindestens da stehen. Hübsch ja noch weiter sehen. Habe ich auch genug Material? Nein, habe ich nicht. Ich verpiss mich. So, vom Westen aus sind wir schon mal ein bisschen geschützt. Cool. Geile Scheiße, der. Geile Scheiße, Alter. Ich weiß nicht, wie weit ich in den Süden gehe. Ich glaube, ich mache erstmal das hier zu. Ja, dass wir uns so ein bisschen an die Öl-Scheiße rantasten. Also, können wir nicht einfach noch diese Nester da wegmachen? Oder sind die zu schwer? Die sind zu schwer, leider. Okay. Die sind zu krass. Also, die haben mir gesagt, ich soll es nicht versuchen. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay. Du wirst auch bezahlt von denen. Nein. Ja, okay. Gut. Die bezahlen mich in... Versteh ich schon. Gehirnen. Ich weiß auch nicht, was die fressen, Alter. Was die fressen. Die geben mir was ich fressen. Ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Gehirn so einen Halloween-Sound hat. Ja. Wenn du Discord einen Channel betrittst, ne, dann kommt da so ein bisschen spookiger Sound. Wie viel Money habe ich denn da drin gelassen? Das kann ich doch bestimmt sehen. Noch 1000, ja, das lasse ich doch. Wann kriegen wir eine Power Armor? Ich will eine Power Armor. Oder? Überlege. 50. Wo ich jetzt. Boom. Wollen wir. Also eigentlich würde ich schon sogar fast sagen, dass wir. Guck mal. Warte, jetzt habe ich verkackt. STRG alt, nicht S. Linksklick da. Dass wir das hier als zweite richtige Main-Ader bauen. Weil ich weiß nicht, wie ich hier lang navigieren soll. Was meinst du? Achso, du willst einen neuen Main-Bus erstellen, meinst du? Ja, einen richtigen. Das ist quasi das davor, das war der Anfangs-Main-Bus. Den können wir auch erstmal so lassen. Es gibt immer eine Anfangs-Base. Ja, irgendwann müssen wir eh aufräumen, aber ich habe jetzt keine Lust, das alles umzugestalten hier. Ich glaube, ich würde damit noch warten, bis wir elektrische Öfen haben. Weil sich dadurch ja zwangsläufig nochmal vieles am Layout ändert. Und dann wäre es, glaube ich, alles in einem machen können. Wenn du aber jetzt mehr Kapazität brauchst, kannst du die auf Rot upgraden. Weil wir haben jetzt ja die Produktion an Eisenerz, die reinkommt. Die Eisenbänder sind ja alle voll. Wenn wir das auf Rot upgraden, dann kannst du das noch erweitern. So. Braucht ihr noch die Muni, sonst würde ich die einfach wegmachen. Oder zumindest. Wie viel haben wir denn da davon weg? Die Einsamonie meinst du? Ja. 1300. Ja, das hier kann alles weg. Das ist okay. So ich will von rechts würde ich das wegbauen von hier. Was du auch machen, ja. Überleg gerade. Oder? Nee, du hast mich überredet. Geh hier lang. Okay. Ein bisschen was bräuchten wir halt immer, dass wir nicht auf nichts gehen, aber nicht so viel. So. Irgendwo kann ja einfach so bleiben. So. Das Gute ist, dafür brauchst du nur Metall. Das kann ein blauer sein. Zack. Zacki. Ja, Zacki.
Wie viel stelle ich denn da rein? 400, 300, 400? Ich glaube 400. Mann! Kackbäume! Irgendwas zwischen Bäumen zu planten ist echt so ein Abfuck. Ja. Und jedes Mal setze ich 1000 Pfeiler hin und ich denke mir so, hä? Ein Tipp ist, gedrückt halten. Gedrückt halten oder Granaten? Ja. Sei einfach advanced, okay? Kleiner Tipp von mir, sei advanced. So, einfach meine Hotbar zu bedienen. Was immer? Das ist immer manuell oder was? Ja, immer noch. Oh boy. Ja, ich habe jetzt die vierte Hotbar-Leiste belegt. Die zweite komplett mit Yellow Belts gemacht und die vierte jetzt in demselben Setup nur für rote Belts. So. Ich mache das hier noch zu. Ah, das ist ein Loch. Scheiße. Mach ich das dazwischen? Chaos. Ja. Was ist passiert, hallo? Nix. Oh, mit dem Sturmgewehr geht's einfacher. Einfach ein paar Bäume abballern. Oh. So, verpisst euch. So, wenn hier die Circuit-Dinger schneller arbeiten, kriegen wir auch schneller rote Bells. Wir haben ja genügend Eisen gerade. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dazu haben die noch mal ein bisschen Macke. Halt die so ein bisschen schneller. Nein! Da brauchst du zwei Eisen für ein Eisenrad, ne? Jo. Für den Style mache ich das mal schneller. Für den Style machst du es schneller? Eigentlich dauert der Style länger. Mein Style geht schneller. Wenn das okay ist, würde ich sogar zuerst gerne nochmal Belts machen. Belts mit den verschiedenen Sachen, wenn das okay ist. Danke. Ja. Perfekt. Warum ist mein Inventar leer? Das weiß ich nicht, Sönke. Das weißt nur du. Teddy? Das kannst nur du wissen, mein Sohn. Was hast du getan? Gar nichts. Ich bin gestorben. Bestimmt. Wo ist meine Leiche? Such sie. Irgendwo habe ich die größte Leiche in der Welt. Ja, Chaos. Ja. Wo ist meine Leiche? Ach so. Ah. Ja. Ja. Jawohl. Scheiß Eisenkacke. Hm. Schnell zurück. Ja, dediziert wäre das noch ganz gut, wenn wir so eine Produktion für die ganzen Belt-Scheiße hätten, ja. Das mache ich jetzt einfach. Wo darf ich denn hinbauen? Wo darf ich das denn hinbauen? Unten, oben? Muss man die mal fragen, der ist ja gerade auch da am Bauen. Was ist? Wo darf ich meine Beltfarm hinbauen? Was genau für Belt? Ich mach gerade für rote.
So. Ich würde das. Ja, okay, mach du da. Du kannst, du möchtest die Fließbänder, die unterirdischen und die Splitter machen. Mhm. Weil die für die normalen. Ich würde alles schon zusammen machen, Dima. Ich brauche einen Totenstab. Weil du brauchst halt für den Splitter und den Unter. Darf ich das machen, Dima? Das habe ich gerade angefangen. Einfach geklaut. Na, okay. Einfach die Aufgabe weg. Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs. Lass mich hier meine provisorische, dann mach du eine richtige. Wo darf ich die denn hinbauen? Überall, weil ich bin hier schon fertig. Hm. Aber wir haben hier doch schon rote Bells, Dima. Ja, aber nur hier. Eins. Zwei. Ja, gut. Ja, ich hol ein bisschen mehr. Ja, jetzt haben wir eine Part-Situation, wa? Ja. Komm, komm, komm. Connector. That's a pet situation. Eine Haustiersituation. Ja. Deutsch. Klassiker. So. Westen ist sehr gut abgesichert schon. Vor der Rieseninvasion, die uns die ganze Zeit droht. Ja, cool. Cool, cool, cool. Habt ihr die per Hand gebaut, die Stufe 2 Assembler? Ja. Ja, weil die Rohstoffe, die haben wir überall in Kisten gerade. Da war das bisher nicht so schlimm. Aber wäre auch ganz cool, wenn wir da eine Produktion hätten. Na, so eine typische Mall halt. So. Steine. Habe ich ja noch genug? 140, 400, ja. Für die kleine Mauer reicht's. Für die kleine Mauer, du. Ja, ich habe schon so große Mauern in meinem Leben gebaut. Mein ganzes Leben besteht aus einer einzigen Mauer. I'll build the biggest wall. Scheiße, Mann. Tagemaschine 2 ist im Weg. Ach, das ist schon. Ui. Die eine Sache, die du geil finden würdest, ne? Hast du die mittlerweile rausgefunden, was ich damit meinte? Warte kurz. Wir warten. Nein. Jedes Mal, wenn hier irgendwas, wenn ich gefragt werde, passiert hier irgendwas im Hintergrund. Also, ich weiß nicht, was du geil findest. Nee, was du geil findest. Ja, das ist schwierig. Was finde ich denn geil? Also eigentlich Main Bus. Die P90, die du hier gebaut hast, ne? Ja. Nee, ich meine, ich habe hier überall Lampen hingesetzt in der ganzen Fabrik, dass du nachts was siehst. Ach so. Ja, okay, es ist gerade sowieso hell, deswegen habe ich es, glaube ich, nicht gesehen. Ja, es ist nämlich jetzt immer hell. Es ist so hell, ich habe das Licht nicht gesehen. Ja, das ist wirklich. Ja, sorry, Lampen habe ich nicht gesehen. Es ist ja bis jetzt immer hell. Ah, love it. Ach, so geil. Reicht das aus? Ah, ich habe ja noch 100, okay. Digga, ich vergesse jedes Mal, was ich machen wollte, Alter. So, ich wollte hier Förderpumpen bauen. Ein bisschen Öl. So. Aber Pipes haben wir hier noch nirgendwo. Wo sind die guten Pipes? Wenn man sie mal braucht, ne? Das ist so schlimm geworden, sage ich dir. So seit Merkel, ne? Damals, ne? Wir hatten so viele Pipes. Alle haben gekifft, wo sie wollten. Und jetzt ist es legal. Ach, ist jetzt ist es langweilig. Jetzt mal das Mainstream, jetzt macht's jeder. Boah.
So. Hier könnt ihr dran ziehen, falls ihr was braucht. An der Pipe? Jo. Nice. Ich hoffe, das ist überhaupt ein Synonym für Kiffen, Alter. Ich hab keine Ahnung. Also du kannst aus einer Pipe das machen, aber... Ein Rohr. Ich zünd mir ein Rohr an. Ich glaube, das verstehen die Leute. Das Einzige, was ich kann, ist ein Rohr verlegen. Oh. Zum Öl kommst du jetzt auf jeden Fall. Ja. Für dich auf jeden Fall sehr, sehr sicher jetzt. Ich kümmere mich ja, ne? Ja, für mich ist es jetzt sehr sicher, ja. So. Ach, mein Auto habe ich in der Tasche natürlich. Den und noch ein Züglein und... Können wir eigentlich auch wieder 4 Tankwaggons machen, warum nicht? Mach ich wieder ein bisschen Terraforming für deinen Ölscheiß. Soll ja wirken, ne? Wo ist denn das Öl noch? Ich sehe es nicht. Oh lol, ist das hässlich, warum? Also ich würde glaube ich erstmal nur die erste anbinden und die untere Öllader noch von anders. Guck mal kurz auf die Map von meiner hier, wie heißt es nochmal? PDW. Ich schieße so blaue Kacke. Ah, jetzt zieht sie in die andere Richtung. Jetzt ist es so eine. Jetzt ist es noch mit so einem Zweifach-Visier oder so einem Dreier-Visier, ne? Und einen sehr, sehr, sehr dicken Schaft. Vorher war das ja eher so eine. Mit Rotpunkt oder so Kim und Korn so nur so ein bisschen. Und jetzt ist es halt auch richtig krass. Und es schießt so blaue. Es schießt Wasser. Ja. Man könnte meinen, es ist so gewollt gewesen. Kann ja kein Zufall sein. Naja. Ich finde, Zufall sieht schon ziemlich kacke aus, wenn es gewollt ist, meine ich. Nima, tut mir leid, darf ich das hier abreißen, damit ich hier bauen kann, oder muss ich alles nach oben einmal bauen? Ja, komm, so können wir das. Ja, gut, dann baue ich nach oben, alles gut. Wie baue ich denn die Mauer? Lass alles stehen. Wenn du alles stehen. Schon neu machst. Nö, ich baue jetzt ab. Nee, du gibst mir jetzt keinen Kompromiss, ich mach das jetzt zu mir. So wie du willst, Dima, so wie du willst. Hör auf, mir entgegenzukommen jetzt. Muss ja nicht laut werden, ne? Also. Ja. Aber was ich möchte, ist, wenn ich was baue, dass es auch. Ja, da ist. Ja, ist doch aber okay. Du baust jetzt, glaube ich, das 1000-mal bessere Ding da jetzt hin. Ihr macht irgendwie gerade dasselbe, das macht keinen Sinn. Also, entweder macht Sönke jetzt ja, das Ding oder Dima macht das hier so. Ich hatte gesagt, ich will das machen. Und dann hat Dima angefangen, das zu bauen. Nee, Dima hatte schon längst vorher angefangen. Ach so, okay, ja, dann macht Dima zu Ende. Aber Dima wollte halt erstmal nur rote Bänder machen und du wolltest eine, hier ist Underground Perlstein Splitter noch mitmachen. Ja, du wolltest es komplett machen. Das ist der Unterschied. Genau. Und jetzt müsst ihr beide euch zusammensetzen, Köpfe zusammenstecken und sagen, was ihr machen wollt. Nee, keine Scheißegalhaltung hier. Ja, also so kommen wir nicht weiter. Ja, lass mich zum Öl. Ja, Öl mache ich. Jetzt bist du im nächsten Ding drin. So, Sönke. Jetzt komm mal her. Jetzt komm, stecken wir unsere Köpfe zusammen. Ich will das wieder machen. Wo ist meine Rakete? Ich flieg zum Vulkan, das Ding. Ich hab keinen Bock mehr. Dann mache ich jetzt hier Greifarme. Nein, die wurden ja schon gemacht. Du könntest schwarze Science machen. Nee. Oh, scheiße, okay, dann. Und die ist ja richtig kacke herzustellen. Ist die anderswo? Ah ne, die ist noch wie immer. Ja. Aber ist ein bisschen krepelig. Aber hey, rote Muni haben wir. Wäre auch geil, wenn wir das hätten. Ne? Also würde auch ein bisschen einfacher. Ja, Dima. Okay. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du fortführen. Dann mache ich die schwarze Science. Okay. Sicher, Dima. Beleidige ich dich damit nicht? Das habe ich ja jetzt selber gesagt. Okay. Wow. Oh, das ist doch, ey. Ja, also warum solltest du dich beleidigen? So? Weiß ich nicht. Sönke, du darfst machen, aber ich bin sehr beleidigt. Nein, mach. Steht fest. Oh, ich glaube, man hat mich. Ja! Nicht gehört. Ja, so viel zu 10 Jahre Garantie. Passiert. Ja, die Lehne von meinem Stuhl ist kaputt. Ah. Also darf ich das hier abreißen, Dima? Was ist das denn für ein Stuhl? Mach, ja, okay. Einen kaputten Stuhl. Einen kaputten Stuhl.
Jetzt ja. Ja, weil, also, als du gerade gesagt hast, welchen Stuhl, da waren du inzwischen geredet. Und weil du so ein bisschen leise bist, habe ich dann nichts, also. Interstuhl. Ja. War kein Backforce, ne? Das ist schon ein Interstuhl dann. Interstuhl. Okay. Du sagst immer nur dasselbe. Aber es ist schon nicht ein anderer Stuhl, es ist schon ein Interstuhl, ne? Interstuhl. Ja. Problem. Ja, weil die gehören ja, das ist ja dieselbe Firma so. Komm, ich mach wieder so eine Scheiße. Okay. Wohl anschreiben. Jetzt habe ich keine Lehne. Ja, aber die mit ihrer scheiß 10-Jahre-Garantie, du, die können sie sich auch mal richtig schon in den Arsch stecken, ehrlich gesagt. Du hast eine 10-Jahres-Garantie, aber wenn das genauso wie bei Backforce ist, dann ist die ein Scheiß wert. Ich brauche einen Bänder. Ich bin eh noch safe. Wir sind eh noch nicht so eine großen Müllverpester hier. Gott sei Dank. Ich habe noch ein bisschen Freiraum hier. Früh die Mauer ziehen, bevor die ganzen Leute rüberkommen. Die E-Biter meine ich natürlich. Ich den Wald hier echt mal abhacken, ey. Ich kann hier nicht Auto fahren. Ist ja unerhörlich. Aus der Übelbahnhof. Aha, sehr schön. Oh, ist direkt wieder gelöscht aus meinem Gehirn. Ich finde, ich liebe es. Was wollte ich machen? Puff. Puff weg, Bänder. Okay. Wop, wop. Ja. Wop, wop. Da, da, die, da, da. Genug Greifer? Ja. Habe ich genug? Munition haben wir abgebaut, ne? Haben wir noch irgendwo eine Munitionskiste? Da muss ja irgendwo noch sein, ne? Ja, da. Ah, da, okay. Wie findet ihr die neue Baby? Was? Wenn sie es ernst meint, ist mir das so. Also, ist das gut, würde ich sagen. Weil sie versucht sich ja zu bessern. Also, ne? Wenn es ehrlich gemeint ist, aber ich bin jetzt nicht so interessiert daran, dass es. Es könnte auch alles geheuchelt sein, also ist mir auch egal. Also. Mhm. Aber sie strahlt was Besseres aus, was früher, als früher. Mhm. Ja. Positiv. Also sie tut so, als wäre es jetzt alles nicht mehr so mit Geld, aber macht einen Podcast, den man abonnieren muss, damit man ihn hören kann. Und geht auf ja, Tour. Gut, ne? Ja, also. Die muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Genau, ja, ja. In ihrem Statement sagt sie, dass sie ausgesorgt hat und danach immer mehr wollte und das eigentlich total dumm ist, so. Und jetzt fokussierst du dich ja auf andere Dinge. Ja, wie gesagt. Und macht dann aber wieder Business-Zeug, um noch mehr Geld zu verdienen. Also, ich weiß ja nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ist auf jeden Fall meme-würdiger als vorher. Das ist auch ein guter Vorteil. Aber hat sie auch so Astrologie-Shit, den sie verbreitet? Boah, ich glaube, die hat das gesamte Bingo. Ich glaube, die macht da alles voll. Dann, ja, weiß ich nicht. da müsste ich mich mehr mit befassen, um mir eine klarere Meinung zu bilden. Oh, das hast du sehr gut gesagt. Oh ja, danke, Leo. Und damit Überlegungen und... Und nachdenken und so, ekelhaft. Ekelhaft. So, ich will ja nicht über die gute Bibi urteilen. Ist ihr am Ende des Tages auch egal. Ich habe übrigens auf WhatsApp mal meine kaputte Lena reingesendet. Ach so, war gar keine. Ah, da. Okay.
Die war auch schon... Was ist denn da passiert? Die war schon relativ früh angeknackst und jetzt ja, ist sie einfach nach vorne hinweggebrochen. Aber der Halter ist auch echt scheiße, muss ich sagen. Irgendwie. Das ist ja weird. Hier, ich zeig das mal, warte mal. Mhm. Kann ich doch zeigen, oder? Ja, ja, hm. Ist ja nicht. Hier. Also, da ist das Plastik weggebrochen, wa? Mhm. Ja, weiß ich nicht, ob du da... Also du kannst natürlich als einfach Reklamation mal rüberschicken. Vielleicht kriegst du da was, aber ich glaube, das wird abgelehnt mit, ja, das sieht dann auch aus nach unsachgemäßem Gebrauch. Mhm, Arme draufgelegt. Ja, nee, es ist, das weiß man nicht, oder ist jetzt nicht allgemein, aber diese Lehnen bei Stühlen sind nicht dafür gedacht, dass man sich da drauf abstützt, wenn man aufstehen möchte oder so. Die sind rein für die Ablage der Arme gedacht und nicht für ein Körpergewicht, was man darauf abstürzt, wenn man aufstehen möchte oder sich hinsetzt oder so. Dafür ist das nicht gemacht. Das ist ja auch schon richtig. Mhm. Richtig und wichtig. Dementsprechend, wenn man es aber trotzdem macht, haben die zu viel Gewichtsbelastung und dann geht das durch. Und weil man sagt, ja, das ist aber nicht die normale Belastung, dann kann das halt im Garantiefall. Ja. Je nachdem, wie freundlich die Person am Kundenservice ist, kannst du da was kriegen oder nicht. Ja. Mhm. Das sei doch cool an. Dann gucke ich mal, ob ich einfach andere Lehnen reinschrauben kann, die passendes Gewinde unten haben. Mhm. Ich würde am liebsten, also ich würde an der Stelle erstmal den Kundenservice vom Stuhl anschreiben. Und probieren. So, hey, die ist kaputt. Ich bin auch, hab ja irgendwie eine Garantie, könnt ihr mir da helfen? Sonst ist der cool so, ich hab sonst nichts, aber bitte macht da mal, wenn ich wieder zufriedener Kunde bin und den nächsten Schraub bei euch kaufe. Zack. Ja, safe. Also ich finde den auch gut. Kommst du eine E-Mail zurück? Nein, du Huren. Nein, du Huren, wir brauchen keine Kunden hier, fick dich. Du Huren, wir haben doch dein Geld, verpiss dich. Wir haben doch schon dein Geld. Was will der von uns? Was willst du von uns, Alter? Ist der dumm? Garantie, Alter. Mir doch egal. Ja, auch cool. Garantiert 10 Jahre abgelehnt. Garantiefall, garantiert abgelehnt. Schön. So. Öl ist jetzt auch richtig schön sicher. Naja, mit der Einsamonie ist es halt, ne? Nur so sicher, wie es sein kann, ne? Ja. Ist aber auch nicht schlimm, Alter. Beschwert habe ich mich schon genug. Ja, das ist ein krasses Kompliment, ne? Von einem Deutschen so. Ja, beschweren kann man sich da eher weniger, ne? Da kann man nicht meckern. Mir geht die Kritik aus. So, Zeddy kommt auch mit dem Zug an, endlich. Endlich, sagt er. Frechheit. So, wir müssen mal weiter forschen hier. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn los? Ah, wir können nichts forschen, stimmt, ja. Oh, shit. Aber ich glaube, Dima ist jetzt dabei, ne? Für die, Schwarze Science, oder? Ja. Ja, es wird bald. Ja, aber bald. Ist schon so gut wie fertig, wenn Dima da drin sitzt. Oder auch nicht. Weil der Chef weiß ja, ich bin langsam. Aber konstant. Ja, aber er ist da. Er ist anwesend. Da kommt immer pünktlich. Ja. So. Oder? Eisenmine 1, Eisen. Oder. Blade. Mhm. So schön. Wo ist denn das? Ich hatte doch auch irgendwo Eisen gefunden. Ja, hier ganz weit im Westen habe ich Eisen gefunden. 6,1 Mille. Millionen. Melone! Ich bin der Melone-Lord. 1,4 Millionen. Lohnt sich das hier überhaupt, das hier anzuschließen? Boah. Wir sind ja eh schon da, aber...
zählt echt nur ein Schlückchen. Also, ich würde nicht sagen, dass wir da eh schon sind. So. Da ist auch noch nichts erkundet. Ich weiß nicht, wie da die Chokepoints sind. Die Nester sind noch da. Na, guck ich da mal. Ich hab meine Mauer gerade. Also, Meer ist bestimmt immer gut. Ja, besonders, wenn es warm ist. Da kann man auch mal ein bisschen schwimmen gehen. Aber ja, ansonsten... ja. Ich weiß nicht, ob wir gerade noch mehr Eisen bräuchten. Vielleicht sollten wir lieber noch mal gucken, wo Kupfer ist. Im Westen auf jeden Fall habe ich zwei, oder? Naja, das stimmt da. Die ist gut. Die da unten ist noch besser, aber die ist auch schwieriger. Und die also da oben, da können wir... Ja. Die linke, also, ja, da würde ich, glaube ich, da mach ich mir direkt sagen, eine Mauer. Haben wir nicht schon das Tor freigeschaltet, zufällig? Das was? Das Tor? Ja, das Tor. Let's go. Das Tor. Das Tor. Kupfermine. Oh, ich mache einfach mal ein kleines Törchen. Ein Törchen. Das muss süß ausgesprochen werden. 1, 2, 4, 5. Schon eine, ja, schon die größeren Mäste. Kupfer. Ablade war das. Ich muss jetzt schon drüber nachdenken, ey, das wird richtig gut. No. Ah, ja, ach ja, ach ja. Ja, das erste Tor. Was nicht vollständig ist. Warum ist es nicht vollständig? Ich habe doch Ziel gemacht. So. Nein, hier ist direkt eine Mauer, ich die Opfer. So. Ach, ich brauche noch Pumpen. Ja, stimmt. Boah, da brauchen wir ganz schön viel. Der Kackwälder. So, das ist relativ einfach anzuschließen. Also, wieder? Oh, Strom ist ja über die Mauern schon hier. Na, cool, dann brauchst du über die Ja, Schiene natürlich. Kundenservice, Alter. Infrastruktur, ganz wichtig.